Hallo und herzlich willkommen bei Emper kocht, heute mit Robert Wetzel. Herzlich willkommen bei uns. Danke. Robert, erzähl mal, was kochen wir heute Schönes? Ja, heute gibt es sportlergerecht Nudeln, Pasta mit Lachs. Pasta natürlich super für den Sport, für uns, fürs Training oder fürs Spiel. Gibt Energie, Kohlenhydrate, Lachs, noch was. Bisschen Fisch dazu, ist auch immer super. Also. Ja, dann lass nicht lange schnacken und dann legen wir los. Gerne. Ich würde sagen, wir fangen an mit der Pasta. Mhm. Da kannst du schon mal hier Wasser reinmachen in den Topf. Mach mal so ein bisschen Wasser rein. So die halbe Kanne, das müsste eigentlich reichen. Ja, das ist gut. Das ist sehr gut. Das nehme ich hier mal ab. Das erhitzen wir jetzt ein bisschen, bis es ein bisschen kocht. Du kannst schon mal, das muss ich selber drucken, das ist das hier. Du kannst schon mal ein bisschen Salz reinmachen. Komplett? Nee, bitte nicht ganz komplett. Also mach mal so ein Nebenzug in die Hand. Das ist, glaube ich, einfacher. Genau, kannst auch ein bisschen mehr. Ein bisschen mehr geht noch. Mhm. Ja, das sollte reichen. Lassen wir jetzt ein bisschen ankochen. Aber in der Zeit können wir schon mal mit der Pesto starten. Ja. Alles, was du brauchst, habe ich hier hingelegt. Das sind geröstete Pinienkerne. Das ist ganz wichtig, weil wenn die geröstet, kommen die Öle raus und das ist besser für die Verdauung. Also gerade ihr als Sportler ist es ja wichtig, dass ihr das schnell auf ihr verdauen könnt, was ihr auch isst. Weil ihr müsst ja wieder fit sein. Auf jeden Fall. Ja. Die kannst du schon mal eigentlich komplett reintun. Mhm. Genau. Dankeschön. Ja. Dann geht's weiter mit dem Blattspinat. Den kannst du auch so die Hälfte ungefähr reintun. Ja. Ja, die Hälfte. Genau, das sieht sehr gut aus. Ja, ist daneben gefallen hier. Ja, ist nicht schlimm. So. Ne? Okay, perfekt, danke dir. Aber ein paar Sachen fehlen natürlich noch. Und zwar, du bist dran für die Zwiebel, eine rote Zwiebel. Ganz wichtig, hat ganz viel Zucker, mehr als eine weiße Zwiebel. Aber als Sportler ist es nicht schlimm, weil die verbrennt es auf jeden Fall wieder. Deswegen, als Sportler, nicht schlecht. Ich habe noch ein Messer. Ja. Ja. Vielen Dank. Bitteschön. Wie klein darf es sein? Na, mach mal erstmal. Ich zeig dir das gleich. Hier kannst du nachher das einpacken, Schalen. Mhm. Ich mache in der Zeit schon mal ein bisschen Knoblauch fertig. Das ist ganz gut für das Aroma. So, das schäme so ein bisschen. Jetzt bin ich der Wein von uns beiden gleich hier. Na, bei der Rote geht das. Na, ich bin gespannt. Bei den Roten geht das. Ne? Aber Robert, erzähl mal, du bist ja das zweite Mal schon bei Emper, glaube ich. Ja, richtig, genau. Genau. Wie kam das? Also ich weiß, es war, glaube ich, 2014, glaube ich, das erste Mal. Ich bin nicht ganz sicher. Ja, ich glaube 12, 13 so um den Dreh und dann bis 2014 war ich, glaube ich, hier das erste Mal. Ja. Hab's auch nicht mehr ganz so im Kopf, bin ja dann doch ein bisschen rumgekommen auch. Ja. Eigentlich habe ich dann den Weg woanders hin gemacht. Ja. Bin am Ende dann auch bei Aue gelandet, also habe dann auch laufend zweite Liga gespielt, auch damals bei Emper beim ersten Mal hier. Und ich hatte. Nicht ganz so klein, ne? Nicht ganz so klein. Ja, das muss ja wieder noch geschreddert. Ja. Genau. Machen wir so mit rein. Genau, perfekt. Ganze Zwiebel oder nicht halbe? Ja, halbe reicht. Das ist sonst, glaube ich, ein bisschen zu intensiv. Danke. Gib mal das Messer bitte. Ja. Ich mache mal hier die Knoblauchzehe. Ich muss ja auch was zu tun haben. aber erzähl mal. Aue hast du erzählt. Genau, und dann hatte ich das Gefühl, ich brauche wieder einen Tapetenwechsel und war ja, wie gesagt, schon mal in Rostock, bin auch hier geboren und mir hat es einfach super Spaß gemacht hier. Ich mag die Stadt, ich mag die Fans, die Leute hier und ja, man fühlt sich hier zu Hause und irgendwie war es dann tatsächlich Zeit, mal wieder nach Hause zu kommen, in Anführungsstrichen. Ja. Und dann hat sich das irgendwie so ergeben, dass es auch sportlich dann gepasst hat mit der mit dem Wechsel und da habe ich dann auch nicht lange überlegt, sondern habe gesagt, das mache ich und bereue es bis heute nicht. Genau. Und wie ist so das Gefühl, du warst ja jetzt schon zweimal da, wie war das von damals zu wie heute? Also wie hat sich das so verändert? So dieses, du warst ja damals relativ noch jung, jetzt bist du ja schon ein bisschen auch gereift. Ich bin sogar 30 älter. Schon, ja. 30, genau. Ich wollte es nicht, nicht so genau sagen. Wie hat sich das verändert? Also siehst du jetzt Emper ein bisschen anders? Also gehst du ein bisschen anders ran wie damals? Früher, weiß ich ja, warst du ein bisschen hitzsporniger, bin ich der Meinung. Ja, ein bisschen, das stimmt schon, ja. Ne? Generell muss ich sagen, dass ich finde, dass bei Emper vieles moderner geworden ist. Ich habe das Gefühl, dass wir auch in der Stadt wieder relativ viel bewegen aktuell. Also seit ein, zwei Jahren merkt man auch die Resonanz bei den Fans. Das macht einfach riesig Spaß. Also die Leute,
Man hat das Gefühl, dass man mit den Leuten zusammen was erreicht und nicht alleine mit den Fans. Ja. Wenn ich dann uns an unsere Spiele in der Stadthalle denke, dann ist das wirklich Wahnsinn, wenn man daran wieder zurückdenkt. Das macht schon echt Spaß. Das stimmt. Wir haben ja meistens, ich glaube, in der vergangenen Zeit war ja auch ganz oft die Stadthalle auch ausverkauft. Und ich glaube, es passen, glaube ich, 3.400 oder 500 Leute rein. Und das ist, glaube ich, schon wie so ein Hexenkessel, oder? Also, ja, was ist das für ein Gefühl? Also, ihr kriegt das ja auch ab und zu mal mit. Ich bin ja auch am Spielfeldrand. Aber ihr als Spieler, merkt ihr das, dass das so eine Stimmung ist? Oder ist das, wie nehmt ihr das auf? Also ich glaube, gerade vorm Spiel und nach dem Spiel kriegt man es besonders mit, weil man da wieder den Blick für das Ringsherum hat. Mhm. Und da wird einem erst bewusst, wie gigantisch das dann eigentlich ist. Ne? Ich glaube, ja. Mittlerweile passen sogar echt sogar noch mehr als 3.000 da rein. Ich weiß nicht, 4 oder so. Die haben umgebaut, aber, ne? Aber ja, die haben es wieder neu gemacht. Und das ist nochmal, damals hatten wir auch in der zweiten Liga damals schon da gespielt. Da haben, wie gesagt, noch weniger reingepasst. Und das wird noch größer mittlerweile. Und ja, wenn du dann im Spiel bist, dann bist du natürlich im Tunnel und kriegst es nicht richtig mit. Aber du merkst natürlich schon, was da sich für eine Geräuschkulisse aufbaut und auch für den Druck für den Gegner. Und ich glaube, es macht wenig Gegnern Spaß, da gegen uns zu spielen. Ja, also glaube ich auch. Also ich bin ja auch oft in den Gängen drin und das hat halt auch so ein Flair. Ne? Da wurde ja auch früher in der DDR auch gespielt, glaube ich, auch Europapokal. Genau, ja. Ne? Das war noch die großen Erfolge. Und so dieses Feeling, das ist, glaube ich, ganz cool. Also ich glaube, das ist schon so für euch als Spieler sowas noch ein besonderer Moment, als wenn du irgendwo anders irgendwo spielst, oder? Definitiv, ja. Also das ist mit wenig vergleichbar. Also ich glaube, gerade in der zweiten Liga und in der dritten Liga gibt es da nichts Vergleichbares, als in der Halle zu spielen. Das ist schon cool. Wahnsinn. Ja. Genau, unser Wasser kocht schon. Ja. Wir können hier schon mal, wir haben hier Pasta. Da kannst du schon mal so... Wollen wir alle reinmachen? Nein, alle nicht. Mach mal ein paar rein. Also Minimum 6, wenn nicht sogar noch ein bisschen mehr. Ja. Ne, ich glaube, oben sind die etwas kleineren, unten sind die etwas größeren. Schauen wir mal, dass ich mal einen größeren erwische. Genau. Na, Platz für einen haben wir sogar noch. Na, mach das, da passt die gehen ein bisschen runter. Also machen wir noch 2, 3 rein. Machen wir nochmal. Ja. Was ist der Hunger? Cool. Na, ich habe auch nicht Hunger mitgebracht. Du hast Hunger, ne? Dann machen wir nochmal 2 noch rein. Na, los, dann schieb nach. Wir trauen uns mal das. Ne? So, das köchelt jetzt kurz. Das packen wir hin. Und ganz wichtig, Zitrone ist für den Geschmack ganz gut. Und kann ich euch empfehlen, damit die Zellen zerstören, die Zitrone vorher ein bisschen rollen. Das ist nämlich gut, damit die ganzen Säuren rausgehen. Das ist einfach wesentlich besser. Und die Zitrone, ich mach das mal. Ich roll das mal hier so ein bisschen. Ich hoffe, man erkennt das. Die kannst du mal bitte einmal halbieren. Ja. Das Messer würde ich nehmen. Lassen wir ein bisschen runterfahren. Trocken hier ein bisschen runter. Das ist ein bisschen viel. Na, so, das passiert. Ja, wo gehobelt wird, fallen Späne, ne? Genau, das passiert. Ich klaue dir einmal das Messer. Hier, da. Vielen Dank. Ja, das passiert. Aber ist auch nicht schlimm. So, beide Zitronen, beide Hälften? Eine bitte. Eine Hälfte? Ja, eine Hälfte, das reicht. Ja. Schön auspressen. Mhm. So. Genau, das sieht sehr gut aus. Genau, guck mal, ich habe hier eine Schale, da kannst du es reinpacken. Mhm. Dann ist das nicht so... Das bisschen ordentlich in der Küche, genau, ne? Ja, genau. Bitte wie zu Hause, ja? Ja, richtig. Ich habe gehört, bei dir sollte es sehr, sehr ordentlich aussehen zu Hause. Ja, da sorge ich aber nicht nur alleine für. Sehr gut. Wir haben Petersilie und Dill. Da kannst du mal, ich sag mal so... 3-4 Stängel. Ja, guck mal, das kannst du mal klein hacken. Ja. Und ich mache in der Zeit... Den Dill, davon nicht zu viel, weil das sehr aromatisch ist nachher. Mhm. So. Willst du die klein hacken oder sollen wir die so in den Stücken dann machen? Ja, machst du so ja, ist gut. Ne? Ja, so ist perfekt. Dann rupfe ich die ein bisschen für uns. Genau, so ein bisschen runter, sonst köchelt das nämlich zu sehr. Mhm. Das sieht, glaube ich, ganz gut aus. Genau, ich brauche mal das Messer. Ja, gebe ich dir. Danke. Sehr gerne. So, das schneiden wir so ein bisschen klein. Packe ich dir mal hier, das kannst du nämlich dann auch gleich in die Pesto reinmachen. Mhm. Machen wir rein, genau. Einfach reinschmeißen. Einfach reinschmeißen, bitte. Machen wir. Genau, sehr gut, sehr gut. Und was sehr gut ist, da kommen wir gleich zu. Wir machen erstmal noch 3 Tomaten rein. Schneid die mal in der Mitte. Die schneide ich. Ja, klar. Das Messer ist sehr gut. Kampf ums Messer. Ja, ja. Da hätte ich mal jetzt was eins noch mehr organisieren sollen. Halbieren oder möchtest du? Halbieren reicht, ja, das reicht. Einfach mit rein, ne? Einfach mit rein, bitte. Machen wir. Genau, das sieht sehr gut aus. Sehr gut. Zette. Kommen wir so an. Ja, also die Nudeln sind schon mal gar nicht so verkehrt. Ein bisschen brauchen sie noch mal so 2-3 Minuten. Mhm. So, jetzt kommt eigentlich das Wichtigste. Parmesankäse, sehr gut für das Aroma.
Komplett? Nein. Nein. Mach mal so ein bisschen, also ein Viertel davon vielleicht. Alles klar. Immer so eine halbe Handvoll und dann, ja, ein bisschen geht noch. Brauchst du einen Löffel oder geht das so? Nee, es geht so, danke. Ja, ein bisschen kannst du ein bisschen mehr reinmachen. Dann wird es ein bisschen aromatischer. Genau, das reicht. Das ist so ein bisschen so zu sehr cremig. Mhm. Jetzt ist wichtig, Olivenöl. Olivenöl, warum? Weil es gut für die Verdauung ist. Wie ich gerade schon sagte, nach dem Sport muss es halt wirklich schnell in den Körper gehen, in die Blutbahn und dann ist das wesentlich besser. Da mach mal so, ja, mach mal einen guten Schluck rein. Ja, du sagst Stopp. Ja, das sieht, mach mal ein bisschen drumherum. Ja, das reicht. Das ist, glaube ich, ja. Okay. Jetzt kannst du einmal den Deckel bitte drauf machen. Einmal drehen. Und jetzt wird das ein bisschen lauter, deswegen reden wir nicht so viel. Mach mal an. Was geht noch? Was geht? Ja, natürlich. Haben wir auch schon mal vorgestellt. Ja. Und ja, erzähl mal über Empor. Du hast jetzt gerade den Vertrag ja nochmal um 3 Jahre verlängert. Mhm. Warum hast du es getan? Also, du hast schon erzählt, du fühlst dich hier wohl. Könntest du dir vorstellen, auch in Rostock deine Karriere zu beenden? Ja, erstmal verlängert habe ich ihn auch unter den Aspekten, was du gesagt hast. Ja. Das ist mir super gefällt hier, ich fühle mich total wohl. Sehe es auch als meine Heimat und auch als zukünftiger Ort, wo man sich auch niederlassen kann oder möchte. Und ja, jetzt haben wir natürlich die letzten beiden Jahre noch eine offene Rechnung, die wir jetzt irgendwann noch begleichen wollen mit dem Aufstieg. Das ich wollte ja sagen, du spielst auch gar nicht auf den Aufstieg drauf an, ne? Ja, richtig. Also ob es jetzt dieses Jahr klappen sollte, das ist, denke ich, auch mit einer Menge Glück tatsächlich letztendlich verbunden. Aber ja, also dass wir dann das erreichen wollen, ist außer Frage. Und ja, das ist tatsächlich auch noch eine Sache, die ich mir mit auf die Fahne geschrieben habe. Ja. Na, ihr habt auf jeden Fall ein richtiges Mörderprogramm, ne? Mit Finnhorst habe ich gesehen und Braunschweig. Also ja, da ist schon, glaube ich, große Kaliber mit dabei, ja. Ja. Guck mal nach der Festo, wir gucken mal rein, mach die mal aus, genau. Mal wir aus. Gucken mal einmal rein. Guck mal nebenbei. Ja, das sieht sehr gut aus. Die können wir so lassen. Ja. Die lassen wir kurz ein bisschen ruhen. Mhm. Jetzt kommt eigentlich das Wichtigste. Der Fisch. Den gebe ich dir schon mal. Ich gebe dir mal mein Brett. Mhm. Das ist nämlich ein bisschen sauberer, beziehungsweise ich habe hier noch ein sauberes Brett. Das haben wir hier. Mehr wichtig, Seelachsfilet, das ist ganz wichtig, ich gebe dir ein Messer. Und das bitte einmal in Würfel schneiden. Mhm. Wir tauschen mal ruhig die Bretter. Wir tauschen das mal ruhig. Kannst du ruhig hinstellen schon mal. Genau. Ja, vielen Dank. Genau, das tauschen wir. Das sieht nämlich sehr gut aus. Und dann gibt es ja was, das wusste ich gar nicht von dir. Und ich glaube, das wissen ganz wenige. Also ich kann es mir vorstellen, weil ich wusste es nicht. Und zwar, wir haben beim HC Empor Rostock einen Weltmeister und der steht halt neben mir. Du bist Jugendweltmeister von 2011. Genau, richtig. Ja, damals mit der Junioren-Nationalmannschaft, das war die U21. Ja. Ja, da war ich bei der WM in Griechenland mit dabei, in Thessaloniki. Und ja, wir haben es dann letztendlich tatsächlich geschafft, das als Weltmeister abzuschließen. Und das war natürlich eine irre Erfahrung. Ne? Also so richtig realisiert hat man es in dem Moment gar nicht. Ja. Das hat man richtig, kann ich mich auch daran erinnern, dass dann wirklich das Telefon gar nicht mehr stillstand, wegen Nachrichten und auch Anrufen und über Social Media. Damals war es ja nur Facebook. Ja, damals war es 2011, da war, glaube ich, Instagram noch nicht so vertreten. Genau, richtig. Ja, aber auf jeden Fall zig Gratulanten und in dem Moment hat man es noch gar nicht richtig wahrgenommen. Und irgendwann, als man es dann realisiert hat, ja, das war schon Wahnsinn. Also wirklich cool. Hat richtig Spaß gemacht. Und gibt es, oder hast du noch Kontakt auch zu Spielern, die jetzt damals mit dabei waren? Und gibt es Spieler, ich habe jetzt leider den Kader nicht im Kopf, die jetzt irgendwo in der ersten Liga spielen? Gibt es da welche? Ja, also in der ersten Liga eine ganze Menge tatsächlich. Okay. Und auch jetzt aktuell in der jetzigen Nationalmannschaft, Henrik Pekler zum Beispiel, ist ja auch für viele Name. Ich glaube, der ist so Handballer des Jahres geworden. Okay. Also absolut verdient. Super Spieler. Und ja, viele haben den Weg in die erste Liga geschafft. Und ja, man, die Spieler aus der ersten Liga, die sieht man natürlich jetzt im täglichen Spielbetrieb, sage ich mal, nicht wieder. Aber es kommt doch oder kam in der zweiten Liga die letzten Jahre doch häufig vor, dass man auch gegen alte Kameraden noch gespielt hat. Und das macht dann mal Spaß, über alte Zeiten zu reden. Definitiv. Ja. Genau. Du hast gewürfelt. Ja. Jetzt müssen wir noch die Pfanne anmachen. Mhm. Und dafür nehmen wir jetzt kein Olivenöl, sondern Rapsöl. Okay. Nehmen wir deshalb, weil Olivenöl muss wirklich ganz langsam angebraten werden. Also wir müssen wirklich von der Temperatur leicht steigern und das ist nicht so schön. Rapsöl kann man wirklich anfangen. Es ist ein bisschen
einfacher, ein bisschen besser und eignet sich genauso gut. So, das machen wir einmal an. So, circa, ups, falscher Knopf, circa um, na? So. Ich sag mal circa auf 160 Grad, das ist glaube ich ganz gut. Genau. Genau, also das fand ich eigentlich ganz cool. Also Weltmeister, das ist schon nicht schlecht. Ne? Und, ja, das ist schon irre, ja. Ne? Und da hatten wir auch mal in Rostock einen Namensvetter von dir. War sein Bruder. Ne? Ja, genau. Was macht der aktuell? Ich weiß noch, der war beim HSV, bin ich der Meinung. Habe ich das richtig verfolgt? Ja, der war beim HSV, dann musste er ja diese Insolvenz leider mitmachen. Mhm. Das war damals dann auch in der ersten Liga, wo sie auch ganz gut dastanden. Ich glaube, vierter Platz waren sie oder sowas, ja, in der Bundesliga. Und ja, da hat es die Leute ja dann in alle möglichen Richtungen beschlagen. Ich weiß nicht, Namen wie Johannes Bitter, wie Hans Lindberg, mhm, wie... Ich weiß gar nicht, wer da noch alles gespielt hat. Auf jeden Fall eher große Namen, die, mhm, dann ja, sich die Vereine anderweitig suchen mussten. Und ja, ja, dann hat es leider der Körper nicht mehr ganz mitgemacht bei Tom. Ja, ich weiß, war was mit dem Bein und so, kann das sein? Ich habe ja diverse Verletzungen, ja, also auf jeden Fall auch, ne, schwerwiegende Sachen. Und ja, irgendwann war er leider gezwungen, da die Karriere zu beenden. Aber war ein sehr guter Spieler und ja. Definitiv. Ne, und er hat ja auch bei Empor, bin ich der Meinung, auch so eine kleine Ära ein bisschen geprägt. So, ne? Also ja, die, Tom war super. Das war gut. Richtig guter Spieler. Genau, die Pasta sind schon mal durch. Die lassen wir noch einen ganz kurzen Augenblick ziehen, mhm, bis das Öl hier fertig ist. Das müsste aber schon ganz gut sein. Du kannst den Fisch eigentlich schon mal reinpacken. Ja, mache ich. Das wäre ganz gut. Ja, genau. Guck mal. Was zum Schwenken, oder? Ich habe zum Schwenken, habe ich tatsächlich... Ja, das klingt doch schon gut. Mal ganz, ja, gut. Das ist fertig. Das sieht sehr gut aus. Braucht doch gar nicht so heiß sein. Und erzähl mal, warum für euch Spieler oder als Profisportler oder gerade für die Amateursportler, die jetzt auch jetzt gucken, auch für die Fans, warum halt gutes Essen und gerade auch ausgewogenes Essen so gut ist. Gerade für euch. Ihr seid, mhm, ja, glaube ich, täglich im Trainingsbetrieb. Warum das so wichtig ist? Also was für Eigenschaften hast du? Warum isst du nicht jeden Tag Pizza? Mal als Beispiel. Och, ja, also generell ist natürlich klar, dass wir irgendwo diese Energie herbauen. Wir brauchen nicht nur Zucker, sondern vor allem auch die Kohlenhydrate, Fette, was auch immer, was natürlich dazugehört. Vitamine sind so total wichtig. Und ja. Ja, also ich selber merke es als Sportler auch wirklich, wenn ich Training habe und ich habe vorher nicht vernünftig gegessen, gerade beim Frühtraining kein ausgewogenes Frühstück oder, ja, Abendtraining nicht vernünftig Mittag gegessen, vielleicht noch eine Zwischenmahlzeit, da fehlt dir einfach die Kraft, die Energie, du fühlst dich müde, du bist schneller kaputt, du kommst nicht an deine Leistungsfähigkeit und ja, das ist unerlässlich, also ohne das. Das ist quasi die Grundlage für alles. Also wir können uns dann nicht vernünftig, auch die Konzentration leidet auch extrem, mhm, darunter. Das merkst du ganz extrem auch. Ja, cool. Das ist ja wichtig. Ne? Also wir durch gutes Essen. Deswegen machen wir heute auch diese Show, ja, damit ihr auch natürlich auch kochen könnt. Das ist halt ganz wichtig. Nehmt für euch zu Hause ganz einfaches Essen und es ist halt wirklich durch Zufall auch Roberts Lieblingsessen. Du, ja, hast mir erzählt. Ne? Und ganz schnell gemacht, 10, 15 Minuten, ganz easy. Und das riecht schon. Das riecht gut, guck mal, ja, das riecht. Guck mal, das riecht schon. Oh ja. Das Hammer, oder? Mhm. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Und du hast zwar gesagt, du könntest dir deine Karriere bei Empor den Ausgang vorstellen. Mhm. Aber gibt es so einen Verein, wo du sagst, also im Fußball sagt man ja, okay, unbedingt Real Madrid oder FC Barcelona. Gibt es so einen Verein, wo du sagen würdest, wenn ich da jetzt ein Angebot kriegen würde, ob ich dann nochmal schwach werden würde? Genau, das würde mich interessieren. Ja, dadurch, dass ich in Schleswig-Holstein aufgewachsen bin, mhm, und wir dort auch mit die größten Vereine quasi vor der Tür haben, mit Therapie Kiel, mit Flensburg, damals der HSV, ja, würde ich bestimmt ins Grübeln kommen, würde einer dieser Vereine nochmal auf die Idee kommen, mhm, Robert Wetzel verpflichten zu wollen. Du, warum wobei nicht? Ich glaube, die Konkurrenz ist nicht klein. Also wenn ich da sehe, was für Torhüter da rumlaufen mit Niklas Landin, dem Welttorhüter, Welthandballer, ja, mit Benjamin Buric bei Flensburg, das sind schon Wahnsinnskaliber. Und ja, ich bin großer Fan von beiden. Ja. Und ja, wenn die Vereine auf die Idee kommen zu sagen, okay, wir würden uns Robert Wetzel nochmal vorstellen, dann würde ich sagen, Mensch, Empo, habt ihr nicht nochmal die Möglichkeit, da nochmal was zu machen? Machen, ne? Nein, das ist Spaß. Natürlich Spaß. Ja. Aber das sind natürlich Vereine, die
die man auch gerne verfolgt, die man auch gerne im Fernsehen sieht und klar, die Torhüter dann auch gerne verfolgt, sich vielleicht ein, zwei Sachen nochmal abschaut, selbst mit 30 lernt man nie aus. Das stimmt. Ne? Also ich glaube, wer aufhört zu trainieren oder sich Sachen abzugucken, der ist vielleicht dann auch in dem Sport nicht mehr auf der Ebene an der richtigen Stelle. Deswegen, also man lernt nie aus. Ja. Und sag mal, genau, wir machen ganz kurz, wir reden gleich weiter, wir machen noch einen Schluck alkoholfreien Weißwein rein, weil als Sportler, ich trinke ja, glaube ich, so gut, also maximal nach dem Spiel, wenn ich gewonnen habe, mal ein Bier. Genau, das ist dann das Höchstmaß der Gefühle. Genau, aber jetzt machen wir wirklich für das Aroma ein bisschen alkoholfreien Weißwein rein. Den kippen wir einfach hier rein, ein bisschen zum Abkühlen. Genau, das bringt wirklich mal richtig Geschmack in den Fisch und das, das riecht man nochmal. Ja, das geht, also riecht man, das ist mega. Oh ja. Das riecht schon wirklich richtig, richtig gut. Das gefällt mir sehr gut. wir können jetzt die Pasta, ich habe leider keine, naja, machen wir mit Zange, das ist nicht schlimm. Die packen wir hier rein. Packen wir so rein, die Pasta. Obwohl, Moment. Soll ich jetzt noch anziehen? Das ist ja dein Lieblingsessen, das kannst du mal machen. Selbstverständlich. Ich möchte mir noch was abgucken bei dir. Ja, also wenn du dir was abgucken kannst, dann das definitiv. Genau. Ich schneide in der Zeit noch mal ein, zwei Tomaten. Mhm. Die packen noch mal rein fürs Aroma. Na. Die packen wir mal rein. Mhm. Das riecht auf jeden Fall echt gut, ja. Ich freue mich schon. Ich habe auch sehr großen Hunger mitgebracht. Ja, genau. Wir würzen das noch mal ein klein bisschen nach mit Pfeffer für das gute Aroma. So. Ja, das sieht sehr gut aus. Das machen wir noch mal ein bisschen rein hier. Mhm. Lassen das einen ganz kurzen Augenblick noch köcheln. Und gucken wir mal. Ne? Und du bist ja, ich würde mal darauf umkommen, du hast ja wirklich in verschiedenen Vereinen hier in Deutschland gespielt. Mhm. Ne? Gibt es so eine Lieblingsarena, wo du gespielt hast? Außer natürlich Stadthalle Rostock, wo wir unser Wohnzimmer haben. Ja. Ne? Gibt es da irgendwas außerhalb der Stadthalle, wo du sagst, das war ein geiles Stadion oder eine geile Halle? Das war wie ein Hexenkessel auch. Ja, da gibt es ein paar Arenen, wo man wirklich sagt, da freut man sich schon drauf, weil die Halle wirklich brennt, weil die Zuschauer da mit Leib und Seele dabei sind. Das ist zum Beispiel in Eisenach so gewesen, auch ein absoluter Traditionsverein. Es gilt immer als Derby, wenn man dann gegen Eisenach gespielt hat, Ostderby. Ja. Die Entfernung ist zwar relativ groß von Rostock, aber das wurde dann doch relativ hochgehängt, das Ganze. Und hat immer riesig Spaß gemacht. Du wirst da zum Teil auch beschimpft oder die Fans sind da wirklich mit Leib und Seele dabei. Ja. Und waren immer hitzige Duelle. Ja. Ich kann mich auch erinnern, Hallen wie in Emstetten in Westfalen. Auch immer kleine Hexenkessel, weil die Zuschauer wirklich relativ dicht um dich herum waren und das Ganze, die Tribüne ein bisschen erhöht war, dass es wie so eine kleine Stierkampfarena war, gefühlt. Ja. Also dann standen die Zuschauer dann wirklich da an der Seite und haben von oben runter geschimpft oder wirklich auch ihre eigenen Mannschaften angefeuert. Ja. Das ist dann schon mal ziemlich brisant, das hat dann schon echt Spaß gemacht. Ja. Ich kann mich noch mal erinnern, das muss schon ganz, also schon lang, ganz lange her. Jetzt bin ich aber gespannt. Ja, ja, das war auch noch zweite Liga-Zeiten. Ich glaube, das muss 6 oder 7 Jahre her sein, ich bin mir nicht ganz sicher. Die Halle in Hamm-Westfalen. Ja, oh ja, auch eine schöne Halle. Die ist ja auch richtig so, also wirklich richtig eng. Ja, auch so eine Halle, genau. Genau, und da war ich so, da habe ich gesagt, so, das ist hier schon eine Nummer. Ja, doch. Also das da habe ich gedacht, so, nicht schlecht. Und als Außenstehender kriegt man das ja gar nicht so sehr mit. Ne? Man merkt da schon so ein bisschen die Stimmung. Mhm. Aber innen drinne, das ist ja, das knallt da und da gibt es, glaube ich, so ein paar Sachen, die, glaube ich, ganz cool sind. Ja, gerade bei mir als Torwart, ne? Also du hast ja irgendwie gefühlt nur einmal deine Phase, wo du konzentriert sein musst natürlich, wenn der Gegner im Angriff ist und der Gegner auf dich zurollt. Aber wenn die eigene Mannschaft im Angriff ist, hast du ja immer so ein bisschen Zeit, auch ein paar Sachen zu reflektieren. Ja. Und in dem Moment kriegt man dann von Atmosphäre ringsherum doch immer ein bisschen mehr mit. Ja. Ich kann mir vorstellen, als Feldspieler ist das fast unmöglich, weil du ja wirklich sowohl in der Abwehr als auch im Angriff immer konzentriert bist. Du musst alles mitnehmen, was du sozusagen um dich herum siehst. Und hat man als Torwart dann doch ein bisschen Möglichkeit, auch mal zu reflektieren. Ja. Und das macht ja schon Spaß manchmal, die Arenen zu sehen. Ich gebe dir mal eine Gabel. Ja. Nimm mal den für die Pesto brauchen wir jetzt. Mhm. Du kannst die Pesto jetzt auch mal hier reintun. Du musst einmal nach links drehen. Ja. Genau. Kannst du abziehen? Genau. Wir sind nämlich ich schon fast fertig. Das Messer raus. Du denkst mit, finde ich gut. Wie im Spiel mitdenken. Das finde ich gut. Genau, das machst du schön rauf. Wir sind ja auch schon wieder
gleich fast fertig und ich habe noch für Robert eine Überraschung. Das war es ja nicht. Oh, jetzt bin ich auch nochmal gespannt. Das war es ja nicht wirklich, das haben wir nicht abgesprochen. Das wird, glaube ich. Ich mach's erstmal rein, ja? Ja, bitte. Mach's mal rein. Bereite das dich mal vor. Mhm. Oh, das sieht richtig gut aus. Ja. Genau, die Überraschung erzähle ich gleich. Du willst mich doch bestimmt ärgern. Ja. Nein. Also ich finde es cool. Also okay. Ich würde mich darüber sehr freuen. Ja, dann hoffe ich, dass ich mich auch freue. Ja, also ich hoffe auf jeden Fall. Wir gucken gleich mal. So, mal so viel es geht noch hier rauskratzen. Ja, sehr gut. Guck mal, da ist noch ein bisschen an dem Messer da dran, an der Schneide. Ja. Den kannst du noch mit reinmachen. Da auch noch mit. Damit wir das alles hier haben. Nichts verschwenden. Ja, es ist gutes Essen. Mhm. Ja. Ich freue mich. Und erzähl doch mal, Robert, was ist so dein bestes Erlebnis, was du beim HCM hattest? Mhm. Und anderweitig, bei anderen Vereinen. Wo du sagst, so, diesen Moment werde ich niemals vergessen. Gibt es da irgendwas Spezielles, wo du sagst, dann denke ich einfach dran. Das war so ein toller Moment. Ich finde gerade jetzt auch in der zweiten Phase, wo ich wieder hierher kam zum HCM, fällt einem natürlich sofort die erste Saison ein, wo wir, ohne dass wir es erwartet hätten, dann tatsächlich die Meister in der dritten Liga geworden sind, gleich im ersten Jahr, wo ich wieder kam. Und ja, gerade wenn es so unverhofft kommt, dann macht es ja doch irgendwie noch mehr Spaß und ist dann doch irgendwie noch einprägsamer. Und das war schon echt ein cooler Moment, hat schon echt Spaß gemacht. Gerade weil wir auch alle nicht damit gerechnet haben. Wir hatten da auch ein paar Verletzungssorgen in der Saison und niemand hatte uns so richtig auf der Rechnung. Und irgendwie sind wir da als Mannschaft dann schon über uns hinausgewachsen. Und ja, sowas bleibt dann schon hängen. Das sind dann Momente, an die man sich dann gerne nochmal zurückerinnert. Ja, und bei anderen Vereinen? Gibt es da irgendwas? Ich glaube natürlich nicht, weil bei Empower hast du deine schönsten Momente gehabt. Definitiv, ja. Ne? Das ist ja, steht ja außer Frage. Sowohl in der ersten Zeit als auch jetzt natürlich. Deswegen, das, was du eingangs erwähnt hast mit der Weltmeisterschaft, mit dem Titel, das war schon eine richtig, richtig coole Erfahrung. Und war auch gar nicht die einzige Weltmeisterschaft, die ich mitgemacht habe. Ich war noch bei einer Jugend-WM und einer Jugend-Europameisterschaft auch noch dabei. Aber der Titel toppt natürlich dann alles. Ja, das kann einem keiner mehr nehmen und ist, glaube ich, wenn man dann auch später nach der Karriere nochmal da oder darüber nachdenkt, dann schon echt eine Sache, an die man sich gern zurückerinnert. Genau. Und sag mal, Robert, bevor wir sind nämlich schon wirklich fast fertig, die Fans von Empor, ne? Wie wichtig sind die für dich oder auch für das gesamte Team? Also sagt ihr, am liebsten hätten wir immer 10.000 Fans gefühlt bei den Auswärtsspielen auch mit dabei? Ne, weil auswärts sind, glaube ich, aktuell nicht so viele dabei. Ja, du wirst dich wundern, da muss ich tatsächlich dir widersprechen, weil gerade auswärts fällt mir auf, dass bei Empor super viele Leute mitfahren und uns unterstützen. Und es gibt Hallen hier gab Hallen auch in der dritten Liga, jetzt in der Corona-Zeit natürlich nicht, dadurch, dass keine Zuschauer erlaubt sind, leider. Ja. Das fehlt uns übrigens extrem. Also die sind extrem wichtig für uns. Ja. Sind viele auch auswärts mitgefahren und haben uns da echt zu Siegen getrieben, die wir sonst nicht erreicht hätten. Und war wichtig, also quasi, dass ihr wirklich so der achte Mann hinter dem Team seid. Ja, das ist ja immer so eine Floskel, aber man unterschätzt die Wirkung der Fans auf jeden Fall. Also für uns ist es extrem wichtig und gerade auch bei den Heimspielen, wie du gesagt hast, jeder denkt sich oder erinnert sich gern an die Stadtheimspiele zurück, gerade weil die Atmosphäre so geil ist, gerade weil so viele Leute dastehen und einen auch in Phasen unterstützen, wo es einfach mal nicht so gut läuft. Und ich finde, das ist nicht selbstverständlich. Und diesen Rückhalt haben wir hier eigentlich immer. Und wir als Mannschaft wissen, was wir an den Fans haben. Und ich glaube, wir versuchen es dann auch so gut wie möglich zurückzuzahlen mit Leistung. Dass es dann nicht immer klappt, das ist dann vielleicht der Natur der Sache. Aber die spielen schon eine sehr große Rolle für uns. Ja. Cool. Robert, wir sind fertig beim Kochen. Ja. Jetzt kommt noch das Dinieren. Oh wei. Ich gebe dir diese Pinzette. Ja, du meinst, wer den schöneren Teller anrichtet? Ja, also ich habe noch ein Utensil, aber ich... Ach, du hast... Ich habe noch ein bisschen was. Ich versuche es mal ohne. Ja. Ohne Utensil, na gut. Mit guck mal, das ist hier dein Teller? Ja, ich versuche mal mein Bestes. Nimm den Teller an, das ist mal besser. Ja, mal schauen. Ich trickse ein bisschen. Ich versuche es ohne tricksen. Man muss es ja auch... freihändig schaffen, ne? Das sieht schon sehr gut aus. Danke, Robert. Danke. Aber nimm doch auch ruhig ein bisschen Fisch mit, ne? Weil naja, erstmal die Grundlage. Entschuldigung. Weil weiß, Fisch hat viel Omega-3-Säure drin, ne? Mhm. Und das ist halt wichtig, ne?
Nicht, dass ich dir den ganzen Fisch jetzt klaue. Nein, wir haben, so viel, wir haben so viel Fisch eingekauft. Na, dann ist gut. Das braucht ihr euch keine Sorgen machen. Und du hast es ja auch wesentlich nötiger als ich. Ne? Gerade für das Spiel nachher, meinst du? Genau. So, mal schauen. Bisschen was fürs Auge noch, ne? Definitiv. Zeige ich mir euch gleich noch einen kleinen Trick. Den zeigst du mir hoffentlich auch. Ja, den siehst du ja. Wir sind mit dabei. So. Ich übergebe dir jetzt erstmal. Ja, vielen Dank. So, das sieht. Schon mal. Aber das ist Robert Zeller. Ich bin so. Noch nicht ganz fertig. Ich will noch ein paar Kräuter klauen. Ja, mach das mal, mach das mal. Dann tauschen wir mal die Plätze. Dann gehen wir mal hier hin. Mhm. So, jetzt habe ich nämlich einen Funfact. Den habe ich nämlich vor mir abgeguckt. Ich habe mich in eine Kelle. Und ihr kennt sicher, das ist so in den Restaurants immer so eine schöne Pasta. Also, ihr kennt es vielleicht auch. Das ist. Wenn so cool angerichtet ist. So, komm mal ein bisschen dichter, Robert, dann sehe ich dir auch die Fans. Na klar. Ne? Also, Kelle, ganz wichtig. Und dann nehmt ihr euch hier ein paar Nudeln, packt euch die hier rein. Ich hoffe, das funktioniert. Ich mache das jetzt zum ersten Mal. Packt euch das hier so rein. Ich glaube, Robert, das sieht nicht so gut aus, was ich hier so mache. Na. Aber. Ich verfeine da nochmal weiter bei mir. Ja, wir sind noch nicht fertig. Ich hab noch was Nettes. So, und dann dreht ihr das in der Kelle. So. Und tut das hier rein. Ich glaube, man kennt es ja, glaube ich, von da nicht, aber. Ja, das ist schon nicht schlecht geworden. Es sieht schon, ja, ne, ist schon komm, gut. Es ist, ja, schon, ja. Es ist nicht so schlecht. So. Guck mal, nimm das nochmal rüber. Ja. Zu dir, pack einmal drum hin, oben drauf auf den Korb. Genau. Das sieht so aus. Also, das sieht mein, so sieht meins aus. So ist Robert. Ihr könnt so sieht vom Profi aus, ja? Ja, ich bin halt hier auch nur Hilfskoch heute. Ne? So, war also, auch nicht schlecht geworden. Ja, also ich finde das gar nicht. Also für das allererste Mal. Wirklich gut, ja. Ne? So, ich packe hier aber noch ein bisschen Lachs drauf, weil das ist nämlich mir sehr gesund. So. Das packen wir hier drauf. Und jetzt kommt noch eine, gib mir mal die halbe Zitrone, die wir noch haben. Das ist auch mal so ein kleiner zum Verfeinern. Da ist eine Reibe. Ja. Genau, gib mir auch mal einmal die Schale, die oben ist, die leere. Genau. Hast du? Ja, habe ich, danke. Wir haben eine Reibe und eine Zitrone. Und immer, viele machen den Fehler, die reiben das immer so. Das heißt, das wird nach unten einfach rausgestreut und das ist immer nicht so gut. Lieber andersrum, sprich, erkennt man das? Ich mache es mal hier. Sprich, so machen, weil dann sieht man ganz genau, was man da reibt. Packt man dann hier rein. Ich mache noch ein bisschen mehr. Man muss ein bisschen üben. So sieht das Ganze dann aus. Und das machen wir uns auch oben drauf. So als kleines i-Tüpfelchen. Ja, ich nehme auch ein bisschen. Ja. Genau. Und genau, das sind die Essen. Einfach kochen. Eine gute, gesunde Küche. Und jetzt, ich habe ja noch gesagt, ich habe eine Überraschung. Bist du gespannt? Ja, jetzt komm, nur los. Genau. Und zwar, dieses Gericht, also das Gericht von Robert, Roberts Lieblingsgericht, gibt es ab sofort für eine Woche hier im Ratskeller. Wir sind ja gerade in der Location hier. Also das, was Robert hier gekocht hat, er wird, glaube ich, nicht selber kochen, weil er muss ja spielen. Keine Zeit, ja. Aber die haben die super Köche und das Gericht gibt es wirklich ab sofort für euch, jetzt eine Woche lang hier und ja, was soll ich sagen? Wir lassen uns jetzt schmecken. Und, ich habe schon Hunger. Ja, ich auch. Ne? Ich habe noch nichts gegessen und ich hoffe, euch hat es gefallen und wir sehen uns bald wieder. Bis dahin. Ciao, macht's gut.